Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Josef Leisen und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute zu einer digitalen Lernaufgabe zum Distanzunterricht. Und zwar hier eine Lernaufgabe in einem Padlet. Und Sie sehen, sie besteht aus 6 Aufgabenteilen, 6 Lernschritten, alle digital für den Distanzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in einer Wochenaufgabe bearbeiten. Und ich möchte Ihnen diese Aufgabe nun im Detail vorstellen. Sie liegt als Padlet vor oder auch als Scriptpad und Sie erhalten die Links zu beiden Aufgaben am Ende dieses Videos. Zur Aufgabe 1. Worum geht es? Du hast gelernt, wie man das Volumen eines Quaders bestimmt, Länge mal Breite mal Höhe. Und dieser Stein ist kein Quader. Die Formel für den Quader kannst du also nicht anwenden. Erfinde eine Methode, wie man das Volumen des Steins bestimmen kann und schreibe deine Ideen in das Zoom-Pad. Das ist die Aufgabe 1. Die Aufgabe 2, wie geht es? Denn ich kann nicht erwarten, dass alle Schülerinnen und Schüler hier Ideen haben, wie man das durchführt, zum Beispiel über das Eintauchverfahren. Und jetzt erhalten die Schülerinnen und Schüler Ideen. Schau dir das Erklärvideo eines Schülers in englischer Sprache an. Da hören wir jetzt einmal hinein. This experiment shows you how to determine the volume of any irregularly shaped object. You need the following tools. A cuboid jar, a stone, water, a ruler, a piece of paper and a pencil. Pour the water into the jar. The height of the water level must be higher than the stone. Nun, ich beende an der Stelle einmal das Video. Sie haben gehört, das ist jetzt ein Video, das das Experiment in englischer Sprache eines Schülers in der 9. Klasse zeigt. Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler die Begriffe in der Learning App lernen. Und diese Learning App möchte ich Ihnen hier an dieser Stelle nicht vorstellen. In Aufgabe 3, das kann ich auch, suche dir die Materialien und führe das Experiment selbst durch. Falls du kein quaderförmiges Gefäß findest, nutze ein zylinderförmiges Gefäß, ein Wasserglas. Und dann berechnest du das Volumen mit der Formel für den Zylinder. Und diese Formel wird hier angegeben, sofern Schülerinnen und Schüler diese Formel noch nicht bekannt ist. Das Experiment richtet sich im Grunde an Neuntklässlerinnen und Neuntklässler. Führe das Experiment wie im Demo-Experiment durch und berechne das Volumen deines Steins. Also die Schülerinnen und Schüler halten hier ein Modell, hier in englischer Sprache,
um hier auch fächerübergreifend arbeiten zu können, und sie führen das Experiment selbst zu Hause durch. Ich beschreibe mein Experiment, lade die Anleitung herunter, führe das Word-Dokument aus, lade es auf die Plattform hoch. Und ein Hinweis: in dieser Protokollanleitung gibt es graue Felder. Diese grauen Felder sollen die Schülerinnen und Schüler löschen, die Zeilen, und dann die blauen Begriffe nutzen, um ihr Experiment zu beschreiben. Sie erhalten ein Wortfeld, eine Wortliste und ein Wortgeländer als mögliche Hilfen. Aufgabe 4, 2, ich beschreibe mein Experiment, stelle ein vertontes Erklärvideo her, gehe folgendermaßen vor, führe das Experiment noch einmal durch und videografiere es ohne Ton, spiele es ab und vertone es, nutze dazu deine Versuchsbeschreibung in der Aufgabe 4.1 und lade es auf die Plattform hoch. In der Aufgabe 5, ich übe, was ich gelernt habe, erstelle ein eigenes Sway, wie im Beispiel, und lade es auf die Plattform hoch. Und Aufgabe 5.2, ich übe, was ich gelernt habe, übe mit den Learning Apps. Und hier gibt es 3 Learning Apps zu diesem Experiment. Und da sollen die Schülerinnen und Schüler das Gelernte noch einmal wiederholen. Aufgabe 6, ich finde Lösungen zu interessanten Problemen. Und diese Probleme sind hier angegeben. Zum Beispiel erkläre, was man tun muss, wenn man das Experiment mit einem Korken durchführt. Nun, dieser Korken schwimmt oben, wie muss ich da vorgehen? Ich muss ihn unter Wasser drücken, aber wenn ich das mit dem Finger tue, messe ich ja Finger plus Korkenvolumen, also muss ich mir einen sehr dünnen Finger, sprich zum Beispiel einen Stecknadel, nutzen. Begründe, ob es mit einem Schwamm funktioniert, schreibe Lösungen auf, wenn der Stein nicht ganz untertaucht. Na, da gibt es verschiedene Wege. Ich kann mir mehr Wasser besorgen, ich kann mir ein schmäleres Glas besorgen oder ich könnte einfach auch einen Hammer nehmen und den Stein zerschlagen, und unter der Bedingung, dass die kleinen Teile in der Summe wieder das Gesamtvolumen ergeben. Begründe, dass ein Quader mit einer kleinen Länge und Breite geeigneter ist als ein Quader mit großer Länge und Breite. Und begründe, welche Gefäße für das Experiment überhaupt geeignet sind, und erfinde andere Methoden zur Bestimmung des Volumens. Das sind herausfordernde, hochschwellige Aufgaben, und die Schülerinnen und Schüler sollen sich bemühen, möglichst alle zu bearbeiten, und sie sollen auch bewerten durch ein Plus, Minus, Minus, tun, ob diese Aufgabe für sie schwer war, und sie sollen die Kreuz ankreuzen, die ihnen besonders gefallen haben. Und damit Sie Ideen für weitere andere Verfahren erhalten, erhalten Sie hier noch Ideen für das Überlaufverfahren, das Gewichtsverfahren und das Näherungsverfahren. In dieser Lernaufgabe kann sehr ausführlich Sprachbildung betrieben werden, denn die Lernenden, sie transferieren eine Methode auf eine ähnliche Situation, sie führen das Experiment durch und berechnen das Volumen, beschreiben es. Sie videografieren das Experiment ohne Ton, vertonen es unter Nutzung der Anleitung und laden es dann auf die Plattform hoch. Sie erstellen ein Sway und laden es auf die Plattform hoch. Sie üben das Gelernte mit Learning Apps und sie bearbeiten variantenreiches, teils kreative und anspruchsvolle Aufgaben. Und es gibt viele Möglichkeiten, Spracharbeit dabei zu betreiben. Hier die, wie versprochen, die Links zu den beiden Aufgaben, und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie mehr lesen und hören wollen, auf meinem Videokanal oder auf meiner Webseite oder in den diversen Veröffentlichungen von mir. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut.